Egghead Island wird der neue Timeskip. Wieso die Strohhüte verlieren müssen und wieso Elban ein Neuanfang wird für die Strohhüte, darüber geht's in diesem Video. Und Achtung, gleich zu Anfang wird es noch Spoiler geben, also haltet euch bereit. Welcome to Review. So, meine lieben Freunde, vielen Dank fürs Einschalten. Meine Stimme ist immer noch kaputt, aber ich werde euch trotzdem jetzt die kurzen Spoiler zum Kapitel 1112 vorlesen. Hat den Hintergrund, dass ich da auch da ein bisschen drauf eingehen möchte, aber ich habe mir Gedanken gemacht zu dem, was jetzt gerade eben passiert und habe nochmal versucht zu reflektieren, was die komplette Egghead-Geschichte gerade so eigentlich darstellt. Gehen wir erstmal über die Spoiler drüber. Auf der Cover-Story sehen wir Kinemon und er fragt Yamato nach einem Gefallen. Dann geht schon in die Story rein. Nasjuro besiegt alle Pazifistas. Wir haben schon gesehen, hat damit angefangen im letzten Kapitel erst los und hat alle Pazifista versucht einzufrieren. Warum? Weil Bonnie die Kontrolle hat. Das heißt, das ist natürlich gerade ein starker Gegner, der hier auf sie trifft. Und zusätzlich will er natürlich als Finanzminister vielleicht nicht die ganzen Ressourcen der Weltregierung gleich zerstören. Das heißt, natürlich wird darauf geachtet, dass Pazifista auch in Zukunft weiterhin genutzt werden können. York in der Zwischenzeit bringt Mars runter zum Monitor Room, also zu dem Überschauraum, und Mars macht den kaputt. Tatsächlich aber wird die Übertragung nicht gestoppt, was ziemlich cool ist. Haben wir uns auch schon gedacht, dass Vegapunk nicht so doof ist und einfach dann das Ding kaputt machen lässt, sondern die Übertragung woanders gesendet wird. Wie auch immer, ist es so, dass Mars ein Geräusch hört und diesem Geräusch hinterhergeht. Jetzt ist die große Frage, was für ein Geräusch hört er da? Das ist natürlich jetzt sehr interessant und da gehen wir auch gleich dazu weiter drauf. Also man sieht im Kapitel noch mehr, was dieses Geräusch wahrscheinlich bedeutet. So, Ruffy kämpft gegen Jupiter und ebenfalls auch gegen Walkery. Jetzt heißt es also, er kämpft gegen den Wurm und das Wildschwein. Und wie ich letztes Mal gesagt habe, ich glaube, das Wildschwein ist tatsächlich der krasseste Kämpfer von allen. Muss er sein, denn es ist Walkery, also das ist der Kriegsminister. Der muss natürlich kämpfen können wie kein anderer. Aber das Interessante ist, als Ruffy Walkery angreift, wird er dabei selbst verletzt. So, jetzt ist natürlich wieder so eine Sache. Ich glaube, jeder von den fünf Weisen hat eine spezielle Fähigkeit. Wir haben gesehen, dass Saturn eine spezielle Fähigkeit hatte. Und damit sieht es aber so aus, als hätte Walkery schon zwei spezielle Fähigkeiten. Denn Walkery hat diesen Haki-Schrei genutzt, der tatsächlich auch Ruffy durcheinander gebracht hat. Während Saturn die Fähigkeit hat, alle an den Boden zu pinnen. Jetzt ist natürlich die Frage, was sind das für Fähigkeiten? Mich erinnert das irgendwie, ich weiß nicht, ob das eher so, das geht so Richtung Naruto, glaube ich. Entweder war es Naruto oder Fullmetal Alchemist, dass es bestimmte Gegner gibt. Ach nein, sorry, ganz verwechselt. Nanatsu no Taizai, also die Seven Deadly Sins, dort haben damals die Ten Commandments jeder eine Fähigkeit gehabt, quasi unausweichlich war. Vielleicht ist Walkeries Fähigkeit auch die, dass Schaden reflektiert wird und zusätzlich mit diesem Haki-Schrei, den er eben raushauen kann. Das ist ja etwas, was wir auch noch nie gesehen haben. Das ist ja unglaublich stark. Zusätzlich natürlich krass, dass Saturn zum Beispiel einfach Gegner an den Boden drücken kann, egal wie stark sie sind. Also da ist auch ein Sanji nicht davor gefeit gewesen. So, und weiter geht's. Während Bonnie gegen die Marine kämpft, kommt auf einmal Nasjuro. Und ich meine, Nasjuro hat gerade eben erst alle Pazifista platt gemacht. Natürlich ist der nächste Step jetzt, Bonnie auszuschalten, denn sie hat die Kontrolle über die alle. Das heißt also, auch Bonnie ist jetzt hier wirklich in der Klemme. Mal gucken, wer jetzt kommt, um sie daraus zu retten, weil jeder hat irgendwie gerade alle Handvoll zu tun. So, und dann kommen wir wieder zu Mars. Mars kommt jetzt auf Punk Records an. Er hat es hochgeschafft, der ist dort oben. Und er sagt, Vegapunk, du hast kein Glück. Und dann auf einmal sieht er etwas in seinem Auge und guckt nach oben. Jetzt ist natürlich völlig crazy, weil wir haben jetzt zwei Sachen gesagt bekommen hier über Mars, was er sieht und was er hört, aber wir haben es nicht gesehen. Und es kann jetzt natürlich alles Mögliche sein. Ich habe so das Gefühl, da steckt noch ein bisschen viel mehr dahinter. Also das sind Sachen, die müssen so, so wichtig sein. Deswegen ist Mars auch da, um diese Sachen zu zerstören. Aber ich bin gespannt, ob wir noch mehr Spoiler bekommen. Das nächste Chapter wird es wahrscheinlich nicht zeigen, was das war, sondern das werden wir wahrscheinlich erst im 1113 sehen. Aber jetzt kommen wir zu meiner Einschätzung, warum ich glaube, dass Egghead eine Art zweiter Timeskip ist.
Willkommen bei All Blue Review, wo du Reviews über den One Piece Manga und Anime, der Netflix-Serie und One Piece Theorien bekommst. Wusstest du, dass nur 4% unserer Zuschauer abonniert haben? Hilf uns, das zu ändern mit nur einem Klick und verteidige Zorros Ehre. Wenn ihr mit uns reden wollt, tretet im Weltregierungs-Discord von CypherpolX bei und schreibt mit uns. Weiter geht's nun mit diesem Video. Wir hatten damals auf Sabaody Island die Strohbande, die auf zwei, also auf einen der sieben Samurai getroffen ist und auf einen Admiral. Das waren damals Gegner, die sie nicht überstehen konnten, nicht überwinden konnten. Daraufhin mussten alle auseinandergehen und sich trainieren für 2 Jahre, dass sie stärker zurückkommen konnten, weil sie einfach zu dem Zeitpunkt noch nicht bereit waren für die neue Welt. Jetzt aber haben wir tatsächlich die 5 Weisen und die 5 Weisen sind stärker als alles, was wir jemals in One Piece gesehen haben. Das heißt, die sind eigentlich so stark, die könnten jeden einzelnen Piraten auf der Welt wahrscheinlich besiegen. Ohne Probleme. Vor allem, wenn sie zu 5 auftauchen. Die Frage ist, warum tun sie es nicht? Ist natürlich wahrscheinlich zu viel Arbeit. Aber die Frage ist natürlich, warum sind diese 5 Typen erst jetzt aufgetaucht? Natürlich haben wir gesehen, dass jetzt in den letzten 2, 3 Inseln, ich sag mal seit Whole Cake Island, eine extreme Entwicklung innerhalb der Strohhutbande passiert ist. Das heißt, Zoro, Ruffy, Sanji, die haben richtig krasse Level-Ups bekommen. Die haben neue Fähigkeiten. Und es sieht jetzt natürlich so aus, erstmal, nachdem Ruffy halt einen Admiral wegmacht und Rob Lucky nochmal, dass er einfach viel zu krass ist für alle anderen. Also muss jetzt wieder etwas kommen, das die Strohhutbande aufhält oder denen nochmal zeigt, ihr müsst jetzt stärker werden. Wir brauchen natürlich jetzt wieder jemanden, der einfach einen Riegel vorschiebt, damit die Strohhüte sich weiterentwickeln können. Hier also schaut es wirklich danach aus, als müssten sie jetzt verlieren. Ruffy kann 100% nicht gegen 2 der 5 Weisen klarkommen. Die haben es noch nicht mal mit Verstärkung geschafft, einen der 5 Weisen platt zu machen. Jetzt sind alle 5 da. Also ich bezweifle ganz, ganz stark, dass sie es schaffen, diese 5 zu überwinden. Selbst mit den Riesen. Ich meine, die planen gerade einen Rückzug. Der ist 100% von Shanks, ja, installiert worden, sodass die Riesen jetzt kommen und diesen Rush auf Egghead machen, um natürlich so schnell wie möglich die Strohbande darunter zu bekommen. Ich weiß nicht, wieso Shanks nicht selber macht, ob das irgendwie einen Grund hat oder nicht, aber man weiß es, das ist auf Shanks Mist gewachsen, definitiv. Und da ist halt eben die Frage, warum muss jetzt schon wieder jemand Stärkeres kommen, um die Strohhüte rauszuholen. Ja, die Strohhüte sind halt einfach noch nicht so weit. Die Strohhüte haben ihr ganzes Leben lang schon irgendwo Hilfe von anderen bekommen. Ist nicht so, dass sie so schwach sind, dass sie überhaupt keine Hilfe, dass sie immer nur Hilfe brauchen. Aber es ist natürlich jetzt, wäre schön gewesen zu sehen, dass Ruffy und seine Truppe stark genug ist, um sich selber daraus zu kämpfen. Das wäre natürlich cool. Aber wir haben auch gesehen, die Bande von Blackbeard ist auch nur kurz reingekommen, um sich etwas zu holen und eigentlich nicht, um irgendwas anderes dort zu machen. Die Frage ist halt natürlich, sind die vielleicht zuständig dafür, was Mars jetzt dort gefunden hat für Vegapunk? Ich habe keine Ahnung. Wird sich jetzt auf jeden Fall die nächsten Kapitel zeigen. Ich finde es auf jeden Fall ziemlich, ziemlich krass, dass wir jetzt halt so wieder an den Rand von so einer Apokalypse geschoben werden in One Piece. Ich meine, Oda hat es versprochen damals, Egghead wird alles übertreffen, selbst den Marinekrieg. Und ich hoffe es, weil da muss jetzt natürlich definitiv noch richtig krass geclasht werden. Aber was soll noch passieren? Wer soll denn jetzt noch kommen und helfen? Alle Charaktere, die wir kennen, sind schwächer als die Strohhutbande und damit nicht wirklich eine Hilfe. Selbst wenn jetzt die Riesen mit dabei sind, ich meine, die Riesen haben wir alle als schwach eingeschätzt. Ich glaube aber nicht, dass die schwach sind. Man hat ja gesehen, wie die beiden Boogie und Wooie auch performt haben. Das war schon ziemlich krass. Die sind sehr, sehr stark. Ich glaube, dass jetzt auf jeden Fall noch jemand kommen muss. Das ist hier nicht getan damit. Die Riesen kriegen die aus eigener Kraft nicht von der Insel. Das kann nicht gehen. Ich meine, Nastjuru holt sich jetzt gerade Bonnie. Ist die Frage, überlebt sie es überhaupt? Wäre richtig traurig, wenn sie jetzt da einfach drauf sterben würde. Also ich kann mir das nicht vorstellen. Aber genauso habe ich so das Gefühl, dass irgendjemand anderes von der Strohhutbande definitiv entweder gefangen genommen wird oder, keine Ahnung, so stark verletzt wird, dass die Strohhutbande wirklich zum ersten Mal wieder in Bedrängnis ist. Wir erinnern uns, dass es sehr selten passiert. Es war einmal so, dass Zoro kurz vorm Verrecken war. Ich meine, das ist nach, glaube ich, dem Angriff von Mihawk gewesen. Nami ist einmal kurz vorm Sterben gewesen durch ihre Krankheit. Robin wurde entführt. Sanji wurde entführt. Und jetzt, das ist schon lange nichts mehr passiert. Auch die Bande muss sich natürlich jetzt irgendwie mal beweisen. Wir haben jetzt so viele Chapter gehabt, so viele Kämpfe. Und gefühlt wurden halt nur 3 Charaktere stärker und die anderen in der Strohhutbande nicht. Ich muss sagen, okay, Nico Robin hat natürlich auch ein bisschen überrascht mit ihrer Fähigkeit, aber sind wir mal ehrlich, was ist mit den anderen los? Jetzt haben wir solche Gegner, die sind stärker als Kaido auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob ein Kaido da wirklich hätte was machen können gegen die. Und jetzt sollen die
kleinen Strohhüte dagegen klarkommen. Ja, wir müssen auch erstmal realisieren, wie stark die wirklich sind. Also ich glaube, wir werden hier tatsächlich eine große, große Niederlage der Strohhüte erleben. Die werden dann wahrscheinlich gerettet und müssen sich auf Elban erstmal zurückziehen und müssen da reflektieren, wie schwach sie sind und was sie eigentlich besser machen müssen. Und dann hoffe ich, dass endlich mal Shanks auch wirklich eintritt und Ruffy aufklärt. Ruffy trainiert vielleicht sogar nochmal, ihm noch ein paar neue Levels an Haki beibringt, vielleicht auch den anderen. Ich möchte endlich sehen, dass der Rest der Strohhutbande auch über Haki verfügt. Das ist das Mindeste. Das müssen die mittlerweile können, weil sie ja nicht mal gegen normale Gegner noch bestehen können. Das ist schon sehr, sehr, sehr traurig. Ich meine, wären Rob Lucky jetzt aufgetaucht und hätte zum Beispiel, ich weiß nicht, einen Chopper angegriffen, ja, dann wäre der halt innerhalb von einer Sekunde tot gewesen. Und das eigentlich mit jedem anderen auch. Also bis auf Jinbei, Sanji, Zoro und Ruffy hätte keiner es mit ihm aufnehmen können. Hätten wir jetzt vielleicht noch Yamato mit an Bord, wäre das noch eine andere Sache. Die hätte vielleicht auch mit ihrer erwachten Form mit Rob Lucky standhalten können oder mithalten können. Definitiv. Ich meine, sie hat mit Kaido geclasht und ich traue einem Rob Lucky nicht ganz zu, dass er einen Kaido clashen kann. Ist einfach so. Gegen den hat er keine Chance. Und deswegen hat er auch keine Chance gegen Ruffy. Ich meine, das ist offensichtlich auf der Hand. So, ihr erzählt uns mal jetzt, was ihr darüber denkt. Was wird Egghead jetzt noch bieten? Ich glaube, hier kommt die Niederlage. Danach müssen sie wirklich viel stärker werden. Und hier ist es gerade einfach nur eine reine Machtdemonstration der fünf Weisen, damit wir ein neues Level an Stärke in One Piece erleben. Falls euch das Video gefallen hat, schaut bitte wieder rein am Sonntag. Bis zum nächsten Mal. Bye. The All Blue! The All Blue is real!